Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Im heutigen Video schauen wir, wie weit ich es schaffe, innerhalb einer Stunde in Ranked auf Maus und Keyboard aufzusteigen. Schaut gerne bei meinem Twitter und Twitch vorbei. Und wenn euch diese Art von Content gefällt, dann zeigt es mir doch gerne mit einem netten Kommentar. Und ich würde sagen, jetzt starten wir rein ins Video. So Freunde, wir sind auf jeden Fall in der allerersten Runde drin. Der Countdown hat schon gestartet. Also ab jetzt geht es auf jeden Fall los. Eine Stunde habe ich Zeit, so weit wie möglich in Ranked aufzusteigen, auf Maus und Keyboard. Und ich würde sagen, der Controller, dieser Lachs hier, der kommt weg. Damit wir hier unser Ding durchziehen können. So, Frage ist, wo landen wir? Wir chillen auf Platin-Lobbys. Und wir landen in Sandy Steps. Ja, okay, ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie sind die Server immer noch irgendwie ein bisschen laggy an den ein oder anderen Stellen in Fortnite. Das ist irgendwie ganz witzig. Also was heißt witzig, ist eher voll kacke, aber daran gar nichts witzig. Auf jeden Fall, einer ist mitgekommen. Zwei sind mitgekommen. Oh. Wir müssen ganz schnell mal gucken, was wir überhaupt machen. Ah ja, perfekt. Ja, weil der kommt uns schon pushen. Weil wir müssen da jetzt aufpassen. Warum, seit wann geht's hier so weit? Seit wann ist das so weitläufig? Hä? Das ging bei ihm ab. Geil. Ich dachte, er schießt so auf mich, wenn ich rausrenne. Deswegen habe ich mich extra beeilt, aber irgendwie kam da nichts. Also, nochmal zur Erwähnung. Ich bin gerade auf Platin 1 und mal gucken, wie weit wir es schaffen, auf jeden Fall innerhalb dieser 1 Stunde aufzusteigen. Aha. Ich wollte gerade sagen, wir können nochmal auf den anderen gucken. Aber eigentlich würde ich mich erst nochmal healen. Okay, der ist nicht schlecht. Der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und der hat die Superfähigkeit. Och, ja. Ja. Ich glaube, er will, dass wir ultra viel Spaß haben. Oh mein Gott! Ah! Das war versehentlich! Das war versehentlich! Nein! Du bist so schlecht! Okay, reicht. Ey, das musste sein. Das musste sowas von sein. Der Typ sprengt mich die ganze Zeit nur weg und stirbt dann auch noch. Oh mein Gott! So, jetzt sind wir doch eigentlich vorbereitet, oder nicht? Glaube schon. Wir können gucken, ob wir ein Auto kriegen. Irgendwo safe. Kriegen wir safe eins her. So, guck mal, da können wir uns ein Auto holen. Und mit dem Auto, genau. Oh, es leckt. Ja, mit dem Auto fahren wir jetzt in diese Geschütze da rein. Geländereifen, geil. Und ein Kuhfänger. Wild. Warte mal. Ja! Ist dafür, dass du meinen Friend gepusht hast, der mich jetzt aber holt. Oh, oh. Nein! Oh, das war dumm gespielt. Ich dachte, ich krieg den noch. Ich dachte wirklich, ich krieg den noch. Aber Top 13, das sollte eigentlich ganz gut sein. Wir gehen direkt auf noch eine Runde breit, weil wir rum. So, diese Runde würde ich sagen, landen wir mal ein bisschen offensiver. Also, waren wir eben auch, aber genau. Wir landen in Redline Rig und gucken dann, ob wir nicht irgendwie ein Medaillon pushen können. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch gerne ein bisschen Practice-Tipps, wie ich mich verbessern kann, in was ich mich verbessern muss, in die Kommentare schreiben zu Maus und Keyboard. Weil ich finde, mittlerweile bin ich ehrlich gar nicht mehr so kacke. Also habe ich mich auf jeden Fall verbessert. Und deswegen sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Der Bruder von nebenan kommt. Oder den ich vorhin gesehen habe. Und
Ja, ich glaube, er hat richtig Spaß, weil dieses Item so cool ist. Yippie. So, gleich sind wir dann full Brick und können uns dann auf die Suche nach einem coolen Auto machen, mit dem wir dann hier schön die Leute umbrettern. Das ist halt for real so Fast and the Furious mäßig geworden, das Game. Ich glaube, ich gehe noch nicht das Medaillon pushen. Ich guck nur, was die da machen. Nimm noch ein bisschen Metal hier mit und dann gucke ich... Ach, die sind ja schon wieder über alle Berge. Die machen wahrscheinlich so ein Autoduell oder so. Gut, Full Metal bin ich auch. Ich würde mal außer den Gegnern mit Medaillons gerne noch jemanden sehen. Ah! Oh mein Gott. Weiß er, dass ich hier in seinem Auto bin? Oh nein! Jetzt sind wir genau in den Medaillons drinnen. Fahr weg, bitte! Sehr gut. Okay, jetzt weiß er es höchstwahrscheinlich. Okay, ja, er weiß es. Warte, war der mit mir? Ja, einfach das Auto mit mir, ja. Nein! Bitte! Ja, das war's, Jungs. Hä, bist du dumm? Ja. Nein! Oh mein Gott. Mann, diese Season! Okay, Freunde. Damit starten wir in die dritte Runde. Ich weiß nicht, warum es laggt. Server sind wieder ganz cool. Wir sind gerade bei Minute 32. Und... wir gehen noch ein bisschen W-Clean in dieser Runde. So, und wir springen raus. Und gucken jetzt, dass wir genau auf dem Medaillon ungefähr landen. Es landet halt actually niemand hier. Ah, das ist dieser riesige Bus. Ja, in dem Tempo kann ich den nicht hinterher. Einfach blockiert. Yo, what the f... Oh ja, jetzt werde ich Spaß haben. Ich glaube, das Auto. Ich brauche nur das Auto. Ich habe immerhin das OP-Auto. Das ist schon mal sehr gut. Aber ich habe leider immer noch kein Heal. Oh Gott. Nein. Ich glaube, er will mich ansäbeln. Ist mir egal. Jetzt ist er grieved. Wow! Ach Gott! Ich werde mit einem Auto überfahren. Digga, was ist denn das? Ich habe ehrlich keine Worte dafür. Also mir fehlen... Ich bin sprachlos, mir fehlen die Worte. Genau, es sind noch circa 20 Minuten. Ja, mal sehen, was wir noch machen können. Wir sind momentan auf Platin 1. 65%. So, wir gehen ganz weit weg von den Medaillons. Und an den Grimgate. Ich denke, da werden nicht allzu krass viele landen, weil, also es gibt da zwar noch diese OP-Pump, aber du musst halt auch erstmal den Boss besiegen. Ach komm, willst du mich plaxen? Ja, ich nehme alles wieder zurück, Fortnite. Anscheinend landen da 4 Millionen Leute. Natürlich sprengt er uns alle wieder in die Luft. Wie habe ich gerade meine Dashes verbraucht?
mein Gott. Und wir fliegen weg. Oh mein Gott, was ist das? Nein. Yo. Junge, wurde dick weggebeamt. Der im Auto hat eigentlich 3 Kills. Guck mal, ich brauche mir einfach nur den Loot stealen. Warte mal. Wenn wir das durchkriegen, ne? Wenn wir das jetzt durchkriegen, was ich jetzt vorhab, dann ist das Ultra OP. Ich hab kein Aim. Geil. Okay. Wir haben eine mythische Pump. Das ist geil und noch ein Biggie. Will mal gucken, was wir jetzt noch machen können, weil Top 10. Wir können eigentlich die Runde noch gewinnen. Wir haben guten Loot. Wir haben eigentlich. Ja, okay, wir könnten noch 3 Minis finden. Wir. Vielleicht noch ein Medkit, damit wir komplett full sind. Aber ich gucke jetzt nochmal auf Gegner, weil es bringt mir ja nichts. Also, wenn ich zwar einen Win hole, dann habe ich ja einen Kill. Aber umso mehr Kills, umso besser. Oh mein Gott! Oh mein Gott, er ist so low. Nein! Ja. Ey, bitte grief doch jetzt nicht alles. Oh mein Gott! Und er grieft alles! Verliere ich das noch? Ich hab alles! Oh mein Gott, ich bin so schnell noch auf dem Keyboard, das gibt's gar nicht. So, Freunde, damit startet auch die allerletzte Runde hier für das Video. Wir haben jetzt noch so, ich glaube, 5 Minuten. Und wir spielen die Runde jetzt nochmal richtig aggressiv. Denn wir gehen jetzt nochmal pushen. Ich würde sagen, wir gehen zum neuen Ort. Und zwar Nitrodrome. Es wundert mich, dass einfach in Grimgate mehr Leute landen als in Nitrodrome. Und da ist halt einfach ein Medaillon. Mit unendlich Ammo. Egal, wir landen einmal hier rechts. Direkt eine Pump. Ja, den kriegen wir nicht. Wir haben alles direkt. Und Minis, let's go. Und Nitro Boost Spray. Warte, wir gucken auf ihn. Epische Chest. Nein, es kommt nur ein Bogen raus. Warte mal. Wir haben alles, was wir brauchen. Wo ist der Typ? Oh mein Gott. Zack. Egal, wir gehen einfach in die Leute rein. Warte, hier oben. Nein. Oh mein Gott. Nice. Mann! Okay. Ich sag euch ehrlich, Freunde, ich bin so gebrochen von diesem Spiel. Ich glaube, ich lasse es jetzt lieber. Und der Timer läuft ja auch jetzt ungefähr in 20 Sekunden ab. Deswegen würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst sehr gerne mal ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.